So, hallo und herzlich willkommen heute bei einer Runde Fear the Wolves. Es ist das erste Video, was ich hier aufnehme und auch in-game bin jetzt quasi, um das Game zu spielen. Ich hoffe, ihr entschuldigt, der Sound ist etwas laut, den kann man aber nicht konfigurieren, da es noch eine Closed Alpha ist. Aber ab heute ist es offiziell erlaubt, Videos und Screenshots und alles davon zu posten. Und da habe ich mir gedacht, okay, da fangen wir doch direkt mal an und gucken uns das Game mal ein bisschen an. Ja, was uns so erwartet? Der nächste Battle Royale Knaller oder ja, was auch immer. Ich hoffe, das mit der Sound kommt einigermaßen hin. Ich bin auch extrem gehypt auf das Game. Und ja, wenn ihr auf jeden Fall davon mehr sehen wollt und was auch immer, dann lasst auf jeden Fall ein Abonnement da und gebt natürlich einen Daumen hoch. Hier ist direkt viel los. Wir stehen hier also im Startgebiet. Man wird hier noch ein bisschen allein gelassen. Suicide Exit Options. Gibt gar nichts von wegen. Also Sound Gameplay kann man noch gar nichts machen. Deswegen gucken wir einfach mal nach, was jetzt so der erste Eindruck ist. Erstmal so ein russischer Hind-Helikopter, auf jeden Fall geil. Jo, schreibt auf jeden Fall mal was in die Kommentare, was ihr von dem Game natürlich haltet. Ob ihr sagt, okay, könnte was werden. Oder ist halt auch wieder nur eins von vielen. Die sehen hier alle gleich aus, aber gut. Ich hoffe, mich erschlägt jetzt gleich nicht von den Sounds, weil es ist für mich hier extrem laut. Ich weiß nicht, wie es nachher im Video sein wird. Na, jetzt ist es gerade ruhig, aber gut. Na, okay. Wow. Jetzt sind wir im Helikopter. Wie kann man aussteigen? Haben wir eine Karte? Ja. Das ist die Route. Old Scheplitschi. Gucken wir mal, ob jetzt hier schon welche rausfliegen. Ja, da fliegen schon eine Reihe raus. Da links die Ortschaft würde ich jetzt vielleicht mal in Angriff nehmen. 66 alive. Ja, dann machen wir das mal. Bin auf jeden Fall extremst gehypt. Gibt es hier eine Außenansicht irgendwie? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie die Steuerung geht. Ich hoffe, es gibt keine Außenansicht. Das wird das Game, glaube ich, nur kaputt machen. So früh, ich habe es doch gar nicht gedrückt. Okay. Okay, hier sind Leute um uns rum. Oh, ich fliege hier vorbei. Ne, kann ich überhaupt lenken? Oh, der will hier direkt rein. Ich bin mal extrem gespannt jetzt. Ich bin echt gespannt. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Was ich ma Also ich weiß, was ich machen muss, aber die Maus Sensitivity ist auch richtig des Todes. Ich. Boah. So ein Helm mal genommen. Boah, die Maus tötet mich einfach. Die tötet mich richtig. Ich kann boxen, also da ist schon jemand. Oder hat bestimmt direkt eine Waffe, ja? War ja klar. Leertaste kann man hüpfen. Holy shit. Lass mir doch aus, meine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Holy. Boxen. Ich zerschlag ihn. Okay. So, eine Waffe. Kann ich die jetzt irgendwie nehmen? Jo. Hatte da sonst noch irgendwas? Open Crate. Und die Waffe habe ich. Okay, Kimmel und Korn. 12 Schuss. Holy shit. Okay, dann gucken wir mal weiter. Boah, es ist noch ein bisschen laggy, aber es ist Closed Alpha. Deswegen, was haben wir hier jetzt? Wo ist mein Inventar? Hier ist mein Inventar. Hier ist ein Quick Draw Pistol Mag. Okay. Die Ruckler entschuldige ich jetzt einfach mal. Es war noch bisher nur so. Nur so, Phasen quasi. Okay, ich bin down. Boah, ist das mies. Der hat eine VSS. Spectate. Wir können uns das jetzt kurz mal angucken, wie das funktioniert. Also, es gab jetzt bisher immer nur so ein paar stoßweise Testzeiten, wo man spielen konnte. Loading, okay. Von dem her ist das jetzt so die erste richtige. Ah, da hat einen geboxt oder was? Select whether to change it.
Fog, Wind. Das heißt, ich kann jetzt das Wetter beeinflussen. Eine Vote. Das heißt, alle, die tot sind oder was, können das Wetter beeinflussen. Okay, das ist komisch auf jeden Fall. Kann ich zwischen den Spielern wechseln? Ja, ich kann. Man muss jedes Mal loaden. Boah, die Maus ist halt richtig, richtig hässlich. Oh, der hat eine schicke AK. Was geht bei dem so? Ich will jetzt auch nicht an meiner Maus-Sensitivity hier in Windows rumspielen, weil ich meine, ihr kennt es wahrscheinlich, wenn alles mal so eingestellt ist, wie es eingestellt ist, würde ich das nur gern im Spiel einstellen und nicht irgendwie generell jetzt meine Sensitivity verändern, weil dann geht in allen anderen Spielen nichts mehr rein. Das ärgert mich gerade ein bisschen, aber gut, es ist halt die Testphase. Jetzt hat es tatsächlich angefangen zu regnen. Weather, Vote, Next Vote, 220. Aber wahrscheinlich, weil ich der Einzige bin, der gewotet hat, oder was? Ist ja krass. Da fährt einer mit dem Fahrzeug. Da könnte es jetzt gerade spannend werden. Ne, ein Flugzeug, oder was ist das? Airdrop vielleicht? Ein Hubschrauber? Okay, krass. Soundeffekte auf jeden Fall geil. Ich gehe jetzt mal Exit to Lobby, weil ich will jetzt nicht hier bei dem weiter zuschauen, sondern ich will es einfach nochmal probieren. Ich denke, dadurch, dass es jetzt eine einfache Closed Beta ist, wo jeder teilnehmen kann, findet man auch eben das Matchmaking geht schneller. Mein Bruder hat es schon mal probiert an einem oder an diesen Terminen. Da hat er gemeint, er muss ziemlich lange auf ein Game warten. Hier kann man halt noch gar nichts ändern. Ich kann hier mit Friends zocken. Das Game ist jetzt auch auf Steam. Wer noch keine Einladung hat zur Beta, ich kann ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht kriege ich noch ein paar Beta-Keys abgecheckt und kann die dann vielleicht hier verteilen. Mal gucken. Versprechen kann ich nichts. Matchmaking 27 von 60. Aber da abgesprungen welche. Dann gucken wir mal, wie es gleich weitergeht. So, also ich warte jetzt schon über, glaube ich, fast schon eine halbe Stunde drauf. Hier mit Matchmaking war gerade schon bei 66. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt wird es ja wohl gleich anfangen. Und es tut sich aber nichts. Jetzt geht es langsam wieder runter eher, dass die Leute wahrscheinlich wieder rausgehen, weil es einfach so lange dauert und sich nichts tut. Das ist ein bisschen blöd gerade. Warum sich da nichts tut, keine Ahnung. So, und es geht weiter. Wir haben ein Match gefunden, es hat noch etwas gedauert, aber letztendlich ist es da. Diese Lichteffekte sehen auch mega geil aus. Ich bin hier gerade im Stadtgebiet und renne hier einfach wirr ein bisschen rum. Wo Landschaft sieht nice aus. Und dann gucken wir jetzt mal, wo wir rauskommen, beziehungsweise wo wir rausgehen und ob wir ein bisschen mehr Erfolg haben. Die Maus ist halt echt, ihr kennt das, wenn ihr Shooter spielt und die Sensitivity zu hoch ist, ist einfach ekelhaft und wenn man es dann nicht einfach einstellen kann, nervt ein wenig und ist mit Sicherheit auch nicht die komplizierteste Sache in dem Spiel zu implementieren. Da hätte ich es eher verstanden, dass man vielleicht an der Grafik nichts rumstrehen kann, aber so, Koregott. Gehen wir denn raus? Wir fliegen vielleicht da in Kalinowskaja. Wo ist das? Fliegen ja alle ein bisschen raus. Und wir suchen gezielt so ein bisschen. Es sieht man schlecht, wenn die Leute rausgehen. Das ist Vostok. Ich tendiere jetzt hier mal diese kleinen. Und das nächste. Jetzt mal raus. Oh, mega. Okay. Ich tendiere zu dem Kleinen eher, in der Hoffnung, dass die Leute dahin fliegen. Sind hier irgendwo andere? Oh ja. Der fliegt aber. Kann ich hier gar nicht lenken? Ah, scheiße, der fliegt auch dahin, oder was? Ne, der fliegt dahin und der fliegt dahin. Okay. Ich habe jetzt Doch, ich kann lenken, aber. Boah, da kriege ich einen Drehwurm. Ach du Scheiße, wie viel sind das? Scheiße.
Scheiße, scheiße, scheiße. Ich höre direkt Steps. Komme ich hier oben rein? Irgendeine Waffe? Natürlich nichts. Da ist schon wieder, rennt der erste Psycho mit der Waffe rum. Kann ich unten rein? Hier eine Scheune, eine Axt oder irgendwas wenigstens. Da rennt einer. Wo ist die Tür? Ist schon offen. Okay, gib sie her. Das ist Kompressor. Erstmal egal, ich brauche erstmal was zum Schießen. Essen könnte auch wichtig sein. Scheißhaus, ne? Okay, jetzt mal checken, kann ich den Silencer da drauf bauen? Jo, kann ich. So, dann können wir uns mal etwas wehren. Eine Axt. Okay, mit Mausrad drehen kann man die Waffen wechseln. Hier ist noch was. Nehmen. Achso, habe ich die andere jetzt auf den Boden gelegt. Oh ne, das will ich nicht. Schön die Burst. Ich habe gedacht, man kann sich vielleicht noch eine mitnehmen. Da war einer. Da hinten rennt auch einer. Ich würde mal sagen, ich würde jetzt gerne mal wissen. Der Striver. Okay. Fahren wir mal hier weg. In die große Ortschaft. Wo sehe ich denn jetzt? Wo ist denn das? Wo fängt das Gebiet jetzt an? Dann machen wir bestimmt keine Freunde, wenn ich jetzt hier mit dem Auto fahre. Weather was changed, rain reduced vehicle handling. Okay. Das ist ein bisschen rackelig, das Fahren hier. Fühlt sich etwas arg rackelig an. Gucken jetzt mal, dass wir erstmal hier ein bisschen in die Mitte kommen. Vorne ist eine kleine Ortschaft, noch ein Fahrzeug. Können wir mal gucken, hier sieht es relativ ruhig aus. So, ist hier jemand? Hallo? Okay, RIP. Mein Auto fährt weg, oder was? Okay. Mein Auto ist weggefahren. Ich habe gerade gedacht, in dem Moment ist jemand eingestiegen, aber so war es wohl nicht. So, haben wir hier irgendwo was? Was ist das? Ein Rucksack, wo ich was reinpacken kann, hoffe ich mal. Das sind auf jeden Fall Schüsse in der Nähe und ich habe hier noch ein Auto, um hier gleich wegzukommen. Weitsicht alles, ja, ziemlich schwierig. War ich hier schon drin? So. Die kann ich jetzt nur austauschen. Holy. Da muss irgendwo einer sein. Hier sind übel viele Tote. Ich habe gerade ein Nachladen gehört. Hallo? Okay, den habe ich down. Schall gedämpft, mega nice. Was hat er jetzt anzubieten? Ich möchte jetzt hier bei dem die gleiche Waffe, oder was? Open Crate, okay. Munition. Visier. Passt hier wohl nicht drauf, okay. So funktioniert es wohl. Der hat auch einen Schalldämpfer, den kann ich mir in den Rucksack packen. Okay, da muss man sich noch ein bisschen reinfinden. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal hier reinschauen, ob der noch was im Crate drin hat. Ein Mündungsfeuerdämpfer. Okay. Hier sieht es jetzt ruhig aus. 40 Leben noch. Mein Auto steht doch da hinten. Ich würde jetzt mal... ja, einfach ein bisschen... S Driver, please. Driver. In diese Richtung fahren. Kann ich die Map offen lassen? Ja.
folgende Straße, ein etwas ruhigeres Gefilde und dann oben irgendwann links. Na gut, wir hätten da unten lang fahren können, aber ist ja jetzt egal. Oh, die Steigung, damit kommt das Auto fast nicht klar. Jetzt wieder ein paar kleine Häuser, da können wir eigentlich kurz mal hin zum Looten. Und auch wieder Autos, also Autos hat es definitiv genug erstmal. Es stellt sich wohl auch raus, dass es die gute Entscheidung war, erstmal ein bisschen abseits zu sein. Anti-Red, was auch immer das ist. Kann mir vielleicht jemand in die Kommentare schreiben. So. Was haben wir da jetzt? Das ist Essen. Anti-Red. Ah, anti-radioaktiv. Das heißt, wenn ich jetzt im radioaktiven Gebiet sein sollte, kann ich das nehmen. Sind das Tabletten quasi gegen die Strahlung? Hier sieht es noch relativ ungelootet aus. Small Backpack? Ne, ich hab. Das ist wahrscheinlich jetzt ein Hubschrauber oder Flugzeug. Für einen Drop. Da rennt schon einer mit der M4 rum. Okay, der zieht einen seltsamen roten Streifen hinter sich her. Da hinten ist der Drop. Komm, dann lass uns den gleich anschauen. Hier nochmal gucken. Oh, nice. Pickup, eine Uzi. Munition und ein Eckock. Kann ich hier das mit Schalldämpfer? Schade. Okay, jetzt ist aber schon mal, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was zum Ballern. Wo ist jetzt der Drop runter? Glaube ich da hinten, wenn ich mich nicht versehen habe. Ich bin mal gespannt, kann ich den Waffenmodus umstellen oder? Oder oben ist auch irgendwas, was ziemlich nice aussieht. Also Landschaft und alles gefällt mir mega gut. Handling ist jetzt so wie gesagt noch ein bisschen rakelig. Bin auf jeden Fall gehypt, was so noch alles auf mich zukommt. Vor allem mit dem radioaktiven Strahlung und eben auch dann mit diesen Wölfen noch. Die Landschaft sieht halt schon geil aus. Einfach dieses Stalker-Feeling. Ich meine, da kann man noch ein bisschen was machen. Gerade im Bereich von wegen, auch wenn es dann eben regnet oder wenn es neblig ist. Oder wenn es sogar vielleicht dämmert oder irgendwas. Oder es ist eine größere Stadt. Es ist auch noch ein bisschen verwischt, quasi, wenn man sich schnell bewegt. Scheiße, jetzt weiß ich nicht mal, wo der Airdrop runtergefallen ist. Verlassene Stadt. Ist auch schwierig, hier Gegner zu lokalisieren, weil alles sich so ein bisschen bewegt. Und jetzt muss ich gucken, jetzt renne ich hier auch in die falsche Richtung. War jetzt vielleicht ein Fehler, ohne das Fahrzeug weiterzugehen. Weil jetzt finde ich bestimmt keins mehr, da steht noch eins. Den werde ich mir jetzt schnappen und dann werde ich mich auf die Socken machen. Hier looten geht jetzt nicht mehr groß. Erstmal weg hier. Irgendwie so ein bisschen in Richtung Mitte, was wahrscheinlich jeder macht. Ich weiß auch nicht, sind das hier jetzt schon so Strahlengebiete wahrscheinlich, wo einfach vielleicht schon die Strahlung erhöht ist oder eben, dass es nicht so quadratisch zugeht. Und oder das geht als erstes zu und man kommt dann nicht mehr in das jeweilige Gebiet, das kann natürlich auch sein. Die Lenkung ist sehr spannend auf jeden Fall. Ich werde jetzt mal hier versuchen, irgendwie lang zu kommen. Loot brauche ich, das hoffe ich erstmal nicht mehr. Direkt weiterfahren. Autos sind derzeit genug da. 28 Leben noch. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr es euch auch holen werdet oder ob ihr es euch erstmal anschauen wollt. Oder da vorne, was ich ziemlich schlecht fand, gerade ist, dass man diese. Was ist das? Blutet da einer? Okay. Ich habe gedacht, er wurde gerade angeschossen und dann sieht man das Blut so eklig spritzen.
dass man es kilometerweit sieht, aber das war zum Glück nicht der Fall. Aber der lag halt einfach da und das ist vielleicht auch noch ein. Oh, kann man hier querfeld einfahren? Ich hoffe es. Oh, hallo. Auto, bleib da. Open Crate. Heavy Helm, Gasmaske, Atemanzug, 45 Sekunden kann man damit durch die Strahlung gehen. Nice. Jetzt haben wir doch noch ein Crate gefunden. Jetzt haben wir einen fetten Helm an. Ich würde mich jetzt gern mal sehen, wie ich aussehe, aber das geht wohl nicht. Soundbug. Wir sind derzeit noch in einer relativ sicheren Umgebung. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie sich das weiterentwickelt. Oh, es ist echt rakelig. Aber gut, es ist halt die Closed Beta und noch ganz am Anfang. Deswegen beschweren wir uns darüber jetzt mal nicht. So, wir haben eine Straße gefunden. Jetzt heißt die Frage, wohin? Da ist eine Ortschaft. Wir sind jetzt, glaube ich, ja, wie sich das eben weiterentwickelt. Wo jetzt als nächstes die Zone beginnt. Ob das hier rechts quasi weggeht und wir links bleiben oder ob wir genau hier richtig sind eigentlich. Boah, ist das hier krasses Riesenkraftwerk oder was? Flugzeug. Wo ist es? Oh, Storm. Okay. So, es bleibt spannend. Ich vermute mal. Ich bin mir nicht sicher, wo wir jetzt hinfahren sollen. Gerade ein bisschen im Zwiespalt, ob wir jetzt hier nach rechts quasi fahren oder nach unten fahren sollten. Man, doch wieder in diese Richtung vielleicht. Oh je, yeah. Oh, da ist einer. Roadkill! Jetzt ist das Auto kaputt. Gib mir, was du hattest. Ah, das Auto! Bleib weg. Zweite Waffe, das ist solide. 18 Schuss brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Eine Hose brauchen wir. Jacke können wir anziehen. Und natürlich haufenweise Munition. Und dann machen wir hier gar nicht lange rum, sondern verpisteln uns. Oh, was war das gerade? Ja, wir können jetzt hier noch kurz durch das verstrahlte Gebiet, diese Straße folgen. Und dann hoffe ich, dass wir da richtig, den richtigen Riecher haben. Und nach Kalinowska wieder zurückgehen. 17 Leben noch. Das hört sich irgendwie wie Schlamm an oder irgendwas. Oder was ist das? Oder ist das die Strahlung jetzt? Ich habe, glaube ich, einen Schutzanzug. Ich kann also ein paar Sekunden quasi ausharren. Ich kann auch gleich mal etwas essen, um mein Leben wieder voll zu bekommen. Kalinowska. So, jetzt hau mich hier mal in die Büsche. Park mal das Auto hier. Ich hoffe einfach, dass ich hier den richtigen Riecher hatte. Da ist ein Hund, da ist ein Wolf. Ein Hund ist es nicht mehr, es ist ein Wolf oder ein verstrahlter Wolf. Kann ich mich ducken? Ja, mit Steuerung. So, was macht es? 3 Sekunden per Cast. Restores 0,5 Health per Seconds. Aber mein Leben ist, glaube ich, irgendwie voll. Ich will mich jetzt auch ungern hier verraten, deswegen nehme ich mal die Schallgedämpfte, die nicht mehr schallgedämpft ist. Scheiße.
Da ist wieder ein Drop. Kann ich von dem was looten? Jetzt habe ich mich auf jeden Fall verraten. Das nervt mich jetzt gerade. Ich hatte gedacht, ich habe noch den Schalldämpfer drauf. Munition immer gut nehmen. Holy shit. Bikehelm. Also das Feeling ist auf jeden Fall geil. Muss man sagen. Mich nervt, dass ich jetzt den Schalldämpfer nicht mehr habe. Gut. Ich lade mal die nach. 26 Schuss ist voll. Das heißt, die andere ist voll. Musik ist auch gut. Passt zur Atmosphäre. Ich sollte jetzt nur nicht den... Ja, aber es sieht aus, ich habe hier einen guten Riecher. Das heißt aber im negativen Sinne, dass hier auch demnächst die Hölle los sein wird. 14 Leben noch. So. Kann ich irgendwie auf das Gebäude hoch? Jetzt kommt die Sonne wieder raus. So langsam gewöhne ich mich auch ein bisschen, aber wenn ich dann so ruckartig Bewegung mache mit der Maus, dann ist es wieder vorbei. So langsam geht es. Stop. Kann ich hier hoch? Das wäre geil, aufs Dach so drauf, aber jetzt... Ich meine immer Schritte zu hören. In dem Moment, wenn ich die Karte öffne. Holy shit! Holy shit! Du Pisser! Ist hier aber mies dran angeschlichen. Ist das? Ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert. Habe ich das jetzt doppelt? Habe ich das genommen? Habe ich das andere hingeschmissen? Ja, ich hab's. Okay, ich muss hier raus. Er hatte wahrscheinlich die gleiche Idee wie ich. Wo war der Ausgang? Scheiße, scheiße, scheiße. Hier. Ist genau in die andere Richtung. Run! Also mit dem Inventarsystem muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe jetzt hier wahrscheinlich einfach eine gewisse Sekundenzahl, kann ich hier überleben. So, hier ist jetzt der Place to be, da vorne. Vorteil wahrscheinlich, dass alle anderen auch eben dieses Problem mit der Sensitivity haben. So, jetzt bin ich hier im Bereich, wo die Strahlung wieder weg ist. Mein Leben sollte voll sein, wenn es das ist, was ich denke. 100, eben von 100. Ich habe noch zwei Portionen Essen dabei, antiradioaktive Pillen habe ich auch noch. Ist das nochmal ein Flugzeugdrop oder was? Munition habe ich erstmal auch noch genug. Das kann sich natürlich schnell ändern. Oh, hier ist natürlich jetzt heftiges Gebiet. Ist das ein Drop? Nee. Okay, jetzt muss ich den Helikopter finden. Oh, da hinten ist der. Ach du Scheiße. Okay, okay, okay. Jetzt wird's spannend. 10 Leben noch. Frag mich, wo die jetzt gerade sind. Adrenalin pumpt jetzt mittlerweile schneller. Oh. Oh, eine Anomalie. Holy shit, Alter, lass mich in Frieden. Ich muss schnell weiter. Zum Helikopter. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Also mit der Strahlung dürfte ich jetzt noch keine Probleme kriegen. Bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt, was ihr von dem Spiel haltet.
Use rope to evacuate it. Okay. Aber das sind wir so ein Sound, richtig kranke Sound. So. Jetzt muss ich halt zum Helikopter kommen. Aber ich bin bestimmt nicht der Einzige. Ah, da hat einer die Evacuation gestartet. Ich muss ihn jetzt töten, um das zu stoppen. Holy shit, wurde der jetzt gestoppt, oder? Speller, Wildkiller. Wurde, ist an Radioaktivität gestorben. Da ist nochmal ein Drop. Jetzt geht's nochmal richtig ab. Wahrscheinlich campen jetzt alle auf den Helikopter und derjenige, der halt eben versucht abzuhauen, kriegt eine Kugel. Ah ne, muss man da hochklettern oder was? Ich hab das Gefühl, hier sind jetzt die ein oder anderen Leute am Start. Hängt da jetzt einer oder wie läuft es? Da ist einer. Okay. Holy! Der hat mich getötet, Mann. Wie viel hält er aus oder habe ich ihn einfach nicht getroffen? Gut, er hat eine AK gehabt, natürlich klare Vorteil auf die Entfernung. Exit to Lobby. Holy Feeling auf jeden Fall hammergeil. Bedenkt, dass es eine Closed Beta ist natürlich. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.